So. Auf 76 mal gewechselt. Ja, der Kommentar geht nicht, was? Der ist deaktiviert oder was auch immer. Oder nicht einmal drin, wie ich gerade sehe. Den habe ich nicht einmal. Na, passt eh. Ich hab das jetzt, sonst hätte ich das selber gar nicht gemerkt. Ich hab den Comment nicht einmal drinnen. Oh, wie kommt der Dino denn auf so viele Zuschauer? Alter? Katze, du wirst die Maus nicht mehr finden. Die ist jetzt unter die Bank. Jetzt hast du Pech. Ja. Jetzt kannst du mir nur so blöd anschauen. Die wirst du nicht mehr kriegen. Ich kann die Maus dann jagen gehen. Dank dir. Weiß nicht, funktioniert der Stream jetzt eigentlich? Weil irgendwie ladet bei mir alles nicht wirklich gut. Funktioniert gerade gar nichts. Aus irgendeinem Grund. Wenn es überhaupt geht bei mir. Steht sicher wieder der Fehler. Jawohl! Spielen! Na dann, legen wir los. Ab geht die wilde Fahrt. Ja, ist halt so. Macht nix. Wird geladen. Leute, es ladet. Hey, danke, danke Cry für die Bits. Danke dir vielmals. Huhuhu, bin schon ganz, ganz gehypt, hey. Krieg bleibt immer gleich. 1776 entschied diese große Nation, dass nur der bewaffnete Konflikt unser Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück verteidigen kann. Greif, probier jetzt einmal bitte den YouTube. Wenn unsere Gründerväter uns jetzt sehen könnten. Emote. Also, YouTube. Von Antietam bis nach Amiens, Okinawa und Anchorage. Wir haben gekämpft. Doch, die rote Gefahr steht vor der Tür. Und unsere Demokratie steht auf Messers Schneider. Und deswegen feiern wir heute am 4. Juli 2076, 300 Jahre nach Gründung unserer großen Nation, gemeinsam die Vollendung von Wort 76.
Dieser weitläufige Bunker wurde vielleicht von Vortec entworfen, aber er wurde von euch erbaut, von aufrichtigen Amerikanern. Auch wenn die Bomben fallen, wenn das Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Doch nicht jeder kann gerettet werden. Na schau, es ist so Gravel, du vorher gesagt hast, mit vorher waren es 20 oder 19 Zuschauer, jetzt sind und der Fallout sich legt, was auch immer, beginnt der Wiederaufbau. Liegt nicht daran, oder Gebäude, dass jetzt auch die ganzen Herzen, Leute alle Geister selbst spielen. Stehst? Und schlussendlich Amerika selbst. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Ward 76 unsere Zukunft beginnt. Wuhu! Guten Morgen, Ward 76. Hier spricht die Aufseherin. Hoffentlich hat Ihnen die Party gestern gefallen. Auch oh ja, wenn Sie bin jetzt nur betrunken. Übertrieben und verschlafen haben. Ho. Aber es wird Zeit, aus den Federn zu kommen und frische Luft zu schnappen. Wir waren lange genug eingesperrt. Heute ist Rückeroberungstag. Auch wenn es Zeit ist zu gehen, werde ich nie den Tag vergessen, an dem Sie Ward 76 zum ersten Mal betreten haben. Sie unterscheiden sich durch ihre Herkunft, ihre Hautfarbe oder ihren Glauben. Doch sie alle haben eine sehr wichtige Eigenschaft gemein. Sie sind die Besten und Klügsten dieses Landes. Was aber viel wichtiger ist, Sie alle werden immer meine Familie sein. Sag ich, bis ich da die Haare oder sonst was erstellt habe, oder das ganze, den ganzen Charakter erstellt habe. Bis dahin. Es ist eigentlich komplett Fallout 4 irgendwie, Alter. Gefallen mir nicht so. Aber lass das einfach so, ist mir eh egal. Muss ich ja nicht viel erstellen. Hauptsache ich kann jetzt mal spielen. Nein, nicht so klar. Ich will nur die Farbe verändern. Also lasse ich das ganz einfach. Den Körper machen wir natürlich noch sexy. So. Ich nenne ihn einfach rein. Ich werde den DS-Kicker nennen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Keine Ahnung. Schnappschuss machen, so. Kann man alles umstellen?
Das ist zu viel. Passt schon so. Okay. Huhu. La 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 la. Okay. Ah. Ja, ist wurscht. Gehen wir mal raus da. Alter, wie bunt das alles ist und so. Okay. Ein goldener Pitboy. Ah nein, warte, du hast nur Gold ausgehört, okay. Der war jetzt richtig fett. Sie wurden mit nichts Geringerem als dem Wiederaufbau Amerikas beauftragt. Hallo? Eine enorme Verantwortung. Ich hatte schon gedacht. Sie sollten wissen, dass Vault-Tec stolz auf Sie ist. Dass ich stolz auf Sie bin. Wenn Sie das hören, bin ich schon seit mehreren Stunden unterwegs. Ich habe meine eigene Mission. Draußen in Appalachia. Das ist... Hier also aktuell, muss ich sagen... Hey, servus! Achso, das ist Setima oder so. Also in die Richtung. Ich hoffe, das haben jetzt alle und nicht nur ich, dass ich ihm das jetzt weggenommen habe oder so. Steampacks right away. Was ist das? Baumaterial. Okay. Partyhut. Das Camp ist entscheidend für den Wiederaufbau Amerikas. Eine rostige Tetanus hervorgerufen. Find Flatlands, drop your camp, use reuse, survive in style. Okay, okay, okay. Skillkarten, okay, was sind Skillkarten? Wurz, sein gleicher Körper, Schadenposition. Du nimmst weniger. Du hältst im Team 5% mehr EP. Steampacks stellen 15% eurer Gesundheit wieder her. Keine Ahnung. Okay. Whatever. Ja dann. Also aktuell gefällt es mir richtig gut, das muss ich schon sagen.
Aber ich werde es gleich sehen, wenn ihr da rausspringen, was passiert. Wie das dann jetzt da draußen ausschaut. Moin moin Loco! Die Beta läuft schon. Hat gleich funktioniert, ohne Probleme einfach reinkommen, aber mal schauen, wie es jetzt abläuft. So. Jo. Ja, also ich würde es nicht übertreiben, aber ich habe jetzt noch nicht lang gespielt und ich habe noch keinen Gegner begegnet, ich habe niemanden zusammengeschlagen oder sonst irgendwas. Aber ich bin begeistert. Irgendwie jetzt schon. Es ist nicht Fallout 4, aber es ist. Hey, das sind die ersten Gegner. Also es gibt sowas wie Awards, nicht direkt das Wort, aber ja, also momentan taugt es mir echt, also das kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt nichts Negatives bisher sagen. Wir werden sehen, wie die Karte ist und wie das Spiel dann im Endeffekt ist, wenn man es länger spielt und wenn man weiterkommt und was auch immer und vielleicht mit Kollegen dann zusammen, weil irgendwie haben wir uns bisher nicht gefunden. Keine Ahnung, wie man da jetzt auf einen Server zusammenkommt. Ist die Map? Okay, schaut jetzt eigentlich nicht so groß aus, West Virginia da, aber wenn die da sagen, das ist viermal so groß wie Fallout. Grüß euch! Fallout 4. Dann werden wir das ja gleich sehen. Ja, leider. Leider ist das Spiel halt noch nicht heraus. Es dauert halt noch bis 14. Waren es halt dann. Die Aufseherin hat gesagt, sie würde ihr Camp am Ende der Straße errichten. Dann kommt es halt wirklich heraus. Jetzt ist. Sie sollten sich zum Camp begeben. Finden Sie die Aufseherin. Ah, jetzt haben wir das Steampack gerne gehabt, das wollte ich sonst nicht. Unten sind Emotes, okay. Da liegt schon einer tot am Boden. Ja, also ich kann nur sagen, aktuell bin ich begeistert. Hätte ich jetzt nicht erwartet, also noch den ich. Das ist ein Gegner. Nachdem ich die Elder Scrolls Online gespielt habe, hätte ich eher gedacht, das wird genauso. Genauso werden wie Elder Scrolls Online, also nicht wirklich gut, aber aktuell muss ich sagen, ich bin begeistert. Vielleicht bringt man auch Leute dazu, die nicht
von dem Spiel begeistert waren. Also die gesagt haben von Anfang an, das ist gar nichts, weil Fallout Online geht gar nicht. Haben viele gesagt. Ich muss sagen, puh. Ja, also das geht ganz nett bisher. Ich meine, natürlich, es ist jetzt kein normales Fallout. Das WoTS sowieso fehlt und wer weiß, wie das jetzt ist mit den Bauern und das Ganze alle. Aber auch mit dem Platz, wo ich Sachen einlagern kann und was auch immer. Aber eigentlich war ich selten begeisterter von einem Spiel als wie von denen jetzt gerade, weil eigentlich enttäuscht es mich nicht, sondern es begeistert mich positiv. Das ist das, weil ich hätte eher gedacht, dass es nicht so gut ist. Also, dass es eher schlechter ist. Dass es nicht so flüssig läuft und das laggt und vielleicht auch nicht, keine Ahnung, halt nicht so ist, wie es ist. Eher, dass so die Leute wie wahnsinnig herumlaufen, wie die Verrückten oder was auch immer und so. Aber muss mal schauen, wie weit ich jetzt weg bin. Ich bin ja jetzt. Wie war das nochmal? Wo war denn die Karte? So. Naja, okay. Ja, ist schon groß. Aber ob es das viermal trifft mit Fallout 4, bin ich mir nicht sicher. Ich habe halt auch noch keine wirklichen Gegner jetzt begegnet oder sonst was. Ja, die Map haben es wirklich nett gemacht, das finde ich schon. Das haben es ganz lustig gemacht. Da sieht man auch ungefähr, was das ist. Sowas wie eine Rennstrecke hier, hier Brücke. Da unten gibt es wieder eigene Wüsten. Da fette Fledermaus und da schaut es aus wie eine Wildnis. Das sind scheinbar die Leute, die was mit mir auf dem Server sind. Oder generell einfach spielen. Oder was gerade mit mir am Server sind, wie gesagt. Keine Ahnung. Ich gehe mal da kurz raus. Ich habe gerade gesehen, wie ich eigentlich einer anderen Welt reintreten kann. Geht eigentlich hier ziemlich einfach. Ja, wie gesagt, man darf nicht zu voreilig jetzt das alles loben, weil was weiß man, wie sich das neu verändert und was da jetzt noch alles kommt. Aber aktuell muss ich sagen, es überrascht mich wirklich positiv. Also viele haben halt über das Spiel eher gesagt, das ist nicht so oder das wird nicht so. Und nicht so toll und sonst was, aber ja, es geht die Ladezeit etwas lang. Möglicherweise hätte ich nicht Karte wechseln sollen. Aha, man bleibt einfach auf den Halte. Ist ein Team beigetreten. Er ist nur da oben. Jo, keinen Stress. Wir machen das jetzt alles in Ruhe da. Alter. Okay. Oh, holy moly. Tja. Hey. Einfach mal alles entdecken und verbrannt, dass wir da aufpassen. Geh weg, bitte. Supermutanten, die hinhauen.
Okay. Nehmen wir mal einfach alles mit. Ja. Was steht da? Was haben die? Ah, da unten. Also, was sagst du bisher? Wie begeistert es dich oder nicht? Hey, hey, Deno, danke für deinen Raid. Grüß dich, servus. Alles gut bei dir? Ja, ist begeistert, ne? Ist echt nicht schlecht. Sehr gut, ja, einfach reinkommen ins Spiel. Es ist wirklich genial. Das hätte ich eigentlich nicht erwartet, muss ich ehrlich gestehen. Ich hätte am Anfang eher gedacht, ich war eher skeptisch, weil ich halt auch enttäuscht war von The Elder Scrolls Online. Und danke, wie gesagt, für deinen Raid, danke dir vielmals. Ich habe den Leuten mein Fortnite-Skills gezeigt. Cool. Hast gut Fortnite gespielt, oder wie? Bin schon da. Aufpassen bei den Leichen da, da gibt es Strahlung. Okay. Ui, tja, ich krieg Red dazu. Also, wenn du zum Beispiel mit mir befreundet bist im PlayStation Network, kannst du ganz einfach die Optionstaste halten und dann hast du oben rechts im Bildschirm R1 Social oder Sozial und dann kannst du kürzlich getroffene Leute im Team oder Freunde. Und wenn du hier halt mit mir befreundet bist, ja, wir sind eh befreundet, dann kannst du einfach eigentlich der Lobby joinen, da wo ich zum Beispiel jetzt gerade dabei bin und so, ja. Das geht eigentlich ganz einfach. Hat eigentlich ziemlich einfach funktioniert. Geht das, der Comment auch nicht? Danke Deno nochmal und dir einen schönen Abend und das nächste Mal zeigst du mir auch deine Fortnite-Skills. Nein, habe ich noch nicht erstellt. Das mache ich erst demnächst. Ja, Wahnsinn, ich bin. Also. Das reden wir nächstes Mal ein bisschen privat. Okay. Also vielleicht, manche mögen es vielleicht übertrieben empfinden, aber ich find's gut. Mir gefällt's. Hätte ich wirklich nicht erwartet, dass das Spiel jetzt so von den Skills. Ich weiß halt jetzt noch nicht genau, wo man halt jetzt hin muss, wo man zum Beispiel bauen kann. Ich schätze mal, wir werden erst zur Aufseherin müssen, damit man halt bei der Aufseherin erfahrt, wie es weitergeht oder so. Das ist jetzt mal meine Vermutung. Weil anders kann ich mir das jetzt gerade nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wo die wäre. Die ist sicher noch etwas weiter vorne da.
Kann er die ganzen Pflanzen hier auch alle mitnehmen? Wenn nicht, wenn du die nimmst, kann ich die auch nehmen? Scheinbar schon, ha? Ich habe mir beide bei die 90 Euro. Cool. Das heißt, da hast du sogar noch dieses, na, wie heißt's denn? Diese extra Skill-Pakete und sowas dabei. Das ist geil. Ne, ich habe mir nur die um 69,99 geholt. Ganz ehrlich, ich muss ehrlich gestehen, ich war eher etwas skeptisch, weil Elder Scrolls online. Der Clip, das passt, hey. Wie gesagt, ihr habt das Elder Scrolls online gespielt. Hey, da ist was. Fuchs! Wie ist es eigentlich mit Handeln? Bleiben wir mal kurz stehen. Wie kann man da handeln? Können wir das vielleicht mal? Kann da jeder handeln oder? Ah, okay. Ich kann da geben, was du brauchst. Also, wenn du sagst, du brauchst das und das, kann ich da geben, was du willst. Ah, sortieren, Angebote verlassen. Okay, passt. Danke, das war's schon. Ja, bei Fallout, ich weiß jetzt nicht, wie die Story hier jetzt wird. Aber mich wundert's wirklich, das muss ich jetzt ehrlich sagen, mich wundert's echt positiv. Weil ich hätte mir eher erwartet, dass so wie Elder Scrolls Online wird, dass alle einfach nur Amok im Kreis rennen, überall ständig hier ein Weltenchat aufploppt, wo ständig nur Leute. Okay, das ist jetzt auch die Beta, also was weiß man noch, wie das dann jetzt noch wird. Lager der Aufseherin. Auf jeden Fall, Servus Torfo, grüß dich am Stream. Weiß nicht, vielleicht alles nehmen oder wie? Aufseher Lockwood, südlich von Vault 76. Ich wusste, das würde nicht das Appalachia sein, das ich kannte, aber mutierte Tiere? Durchgedrehte Bots? Und bislang keine Menschen? Ah, das ist eine Lagerkiste. Okay, da kann ich Sachen reinlagern. Jetzt verstehe ich's. Ich habe nicht genau gewusst, wo und wie. Zum Glück war Voltec vorbereitet. Sehen Sie das? Die Kochstation, die Lagerkiste, die Werkbänke. Alles mit dem Camp errichtet. Sie brauchen hier draußen eine Basis. Und genau die bekommen Sie mit dem Computerassistenzsystem für mobile Produktion. Benötigt werden nur noch Ressourcen, Planung und ein bisschen Muskelkraft. Wenn Sie Ihr Camp verlegen, kommt alles mit, was Sie gebaut haben, sodass Sie es an Ihrem neuen Standort wieder aufstellen können. Okay. Machen Sie davon Gebrauch, wenn Sie in unbekanntem Gelände unterwegs sind. Ich habe mein Camp dagelassen, Sie können es also benutzen. Ich weiß, dass ich meinen eigenen Rat, es mitzunehmen, ja, folge. Ja, da hast recht. Aber nachdem ich Appalachia gesehen habe, muss ich dafür sorgen, dass jeder Bewohner von Vault 76 sichere Ausgangsbedingungen hat. Ich komme auch so klar. Wenn es sie noch gibt, liegt die Stadt Flatwoods die Straße runter. Treffen Sie mich dort. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Wie schau ich aus? Sexy, ne? Achso, jetzt muss ich Flatwood finden. Keine Ahnung, die hat Bethesda höchstpersönlich eingestellt. Aha. Jetzt kann ich halt hier erstellen wahrscheinlich, was ich brauche. Du wirst mir als offline angezeigt. Nee, also eigentlich bin ich online. Aber du siehst es ja eh, also. Okay. Ja, ich bleib wie gesagt eh nicht so lange heute im Spiel. Ich teste das jetzt nur einmal alles durch und schau mal, was das so geht. Und bin wie gesagt sehr begeistert.
was man nicht alles so machen kann. So stelle ich also mal Chat her. Kann man zusammen auf einer Ding-Werkbank werken? Ja, ist egal, okay, wenn ich stehe. Oder geht das nicht? Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Rüstungsteil ich schon habe. Rechter oder linker? So, linker Arm. Okay, den muss ich in den rechten bauen. Oder halt finden. Zwei EP, wow. Also ich glaube, man wird auch nicht so schnell aufgelevelt. So. Ah, so schaut das aus. Obwohl es eigentlich ein Rüstungswerkstatt ist. Ah, wenn es jemand benutzt, kann man es also nicht benutzen. Okay. Jetzt verstehe ich es. Gut. Und hier ist eine Kiste, wenn ich Sachen zum Beispiel nicht brauche. Hat. Oh, hier hat Munition auch Gewicht. Ja, das geht nicht, die PSN-ID. Das muss ich erst anzeigen. Muss ich erst anzeigen lassen. Okay, die hat Munition auch Gewicht. Das ist auch wichtig zu wissen. Ja, egal, ich lasse mal das derweil alles. Ja, den muss ich dann später noch wieder modifizieren oder morgen dann. Ich bin gleich wieder da. Ich bin wieder da. Voller Begeisterung.
Na gut. Ah, das sind die Blumen. Die habe ich gesucht. Die will ich einlagern. Gray, das nächste Mal, wenn ich am Stream bin. Oder generell einfach testen wir mal die ganzen Comments. Ob die funktionieren, so wie es soll. Ich meine, klar, ich laufe jetzt der Straße entlang und so, aber... Ah, die Karte finde ich schon echt auch nett gebaut, also wie das so aufgebaut ist. Fotomodus, ah, okay. Ja, okay, das habe ich noch gar nicht gemerkt. Der ist natürlich geil. So. Und... Schließe ein Foto in Appalachia. Okay. Wir müssen Fotos machen. Solltest du auch machen. Ich weiß gar nicht, wo sieht man die Herausforderungen? Muss ja irgendwo. Herausforderungen, da ist. Tägliche, wöchentliche Charakter, Überleben, Kampf, Social und Welt. Ah. Gibt es da nicht irgendwie ein schnelleres Ding? Erreiche eine höhere Stufe, stellen Sie Rüstung her, töten Sie Kreaturen, verwerten Sie Schrott. Schießen Sie Fotos auf Friedhöfen. Süßes oder Saures. Ja, hahaha. Herausforderung endet in 6 Tage. Ja, wenn man nur 4 Stunden spielen kann, ist das blöd. Wuhu! Dann erkunde mal die Welt. Sonstiges, sammelt die abgeworfenen Stern ist Hauptquest, habe ich gerade gesehen. Ich renn dir einfach mal nach. Mach du mal. Dorfo, gute Nacht und danke, dass du hier warst. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal in die Richtung, genau. Schauen wir, ob wir noch Kreaturen finden. Ah, okay, da hast du erst warten müssen, bis du... Oh! Wahrscheinlich bis du aus der Vault rauskommst und jetzt hast du dann erst joinen können. Aber wir müssen halt dann irgendwo warten, dass wir sich treffen könnten. Also. Ja, es ist halt so schade, dass das jetzt nur die Beta ist, muss ich ehrlich gesehen. Ich bin... Also jetzt bin ich selbst gehypt ein bisschen irgendwie. Ja. Ey, ich weiß, wie gesagt, das ist kein Fallout 4 oder so. Aber es begeistert mich. Für ein Online-Spiel, was eigentlich vorher alle in der Luft zerrissen haben, bin ich begeistert davon.
alles kann man mitnehmen am Anfang. Leider nur 4 Player? Wie meinst du, leider nur 4 Player? Vier Stunden kann man es heute spielen. So habe ich das nicht gemeint. Also die heutige Beta geht nur 4 Stunden, das heißt, du kannst gar nicht länger irgendwie. Mein Inventar wird auch schon voll. Wenn ich halt einfach alles einsammelt, was ich sehe. Ja, weiß ich nicht. Viele Leute, glaube ich, werden auch trotzdem immer noch sagen, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Es werden viele Leute immer noch sagen, es ist halt kein Fallout, kein richtiges. Weil es fehlt es mit den Worts und so direkt das richtige Worts jetzt und auch so natürlich ein bisschen die Atmosphäre. Es ist sehr hell. Es ist sehr herbstlich, finde ich. Vielleicht gibt es noch düstere Regionen. Das ist jetzt einmal sehr, sehr entspannend hier. West Virginia scheinbar halt. Willie May. Ich habe auf den Knopf gedrückt. Ich glaube, es nimmt auf. Hallo? Hallo, hallo? Ich nehme einfach alles mit. Ich hasse diese Dinger. Ich bin Willie May. Man hat mich gebeten, aus pädagogischen Zwecken etwas über mein Leben seit dem Fall der Bomben zu erzählen. Für die Kinder, die noch geboren werden. Eine gute Sache. Eigentlich wollte ich mein Alter damit verbringen, fernzusehen und auf meine Enkel aufzupassen. Aber es kam ganz anders. Ich bin so froh, dass sie es alle rechtzeitig in den Ward geschafft haben. Als ich... Also Essen ist 73, Wasser ist 46. Das heißt, man muss eigentlich Wasser trinken und essen. Okay, auch nicht schlecht. Das ist dann, boah, schau dir das an. Das ist dann wieder Survival-Modus, also mit einem Wort. Boah. Alter, ich schaue jeden Gegenstand an, das ist ja Wahnsinn, wirklich. Aber ich glaube, in Shiro geht es nicht anders. Oder in Shio. Hey, da unten ist eine Kakerlake. Ich glaube, wir schauen uns wirklich alles an. Irgendwie jeden Gegenstand, sonst was. Wie wenn wir noch nie Fallout gesehen hätten vorher. Du bist in einem Eventgebiet beigetreten, fruchtbare Erde. Töte Mr. Flammenhans Aufseher. Die Mr. Farmhands sind außer Kontrolle. Evakuiert die Zivilisten und schaltet die Aufseher auf. Sobald sie erledigt sind, müsst ihr den Server neu starten. Noch einmal. 2 von 3. Schauen wir mal, wie es ausschaut, wenn wir das erste Mal sterben, oder was? Wüsste halt nicht, wo der ist, und es ist halt auch, also es ist halt nichts markiert, kein roter Punkt oder so.
Ernte. Ernte, Ernte. Aufseher Wellington liegt da. Jo! Servus übrigens am Stream, servus, grüß dich. Spielst du auch das Spiel? Hast du es schon gespielt? Oder spielst du es gerade selbst? Ich hab's gerade eben vorher, wie die Beta angefangen hat, halt eigentlich auch das Spiel gestartet. Und ups. Lade noch, so. Okay, okay. Wie gesagt, ich bin aktuell momentan echt begeistert. Mich wundert's echt. Dass das so echt nicht schlecht ist. Ich habe am Anfang geglaubt, das wird eher so nichts werden. Weil ich war auch von Elder Scrolls, na wie heißt es, Elder Scrolls Online nicht sehr begeistert. Aber das macht mir eigentlich bisher Spaß. So, Aufseherin. Aufseher-Logbuch, Flatwoods. Mein Gott, hier ist niemand mehr. Die alte Kneipe, die Kirche. Die Leute haben darin Schutz gesucht, aber jetzt sind sie fort. Mutationen hatten wir erwartet. Aber es gibt noch etwas anderes. Eine Krankheit. Ich wurde von etwas angegriffen, das... Naja, mal ein Mensch war. Aber es hatte diese grün leuchtenden Läsionen. Und seine Stimme. Wütend, gequält. Es wird ein Ghoul sein. Eins was? Was auch immer hier passiert ist, das hatten wir nicht erwartet. Und wir haben eine Menge erwartet. Bevor sie ausgelöscht wurden, nannten sich die Überlebenden Responder. Sieht aus, als hätte die Gruppe aus Feuerwehrleuten, Polizisten und Rettungskräften bestanden. Es gibt sogar ein automatisches System, das alles über das Aufbereiten von Wasser und Nahrungsmitteln sowie das Überleben lehrt. Ich muss mich an das Worttraining erinnern. Zuerst überleben. Ich lege ihre Tests ab und das sollten sie auch. Es tut mir leid. Ich weiß, dass es schlimmer ist, als wir gedacht hatten. Aber irgendjemand muss wissen, wo sich die Raketensilos befinden und wie man sie sichert. Die Responder sind unsere heißeste Spur. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Ei, ei, Frau Aufseherin, jemand ist jetzt angehört. Level ab, oder? Na, ganz knapp. Wir nennen ihn nun den Großen Krieg. Er ist noch nicht lange her. Die Zeiten sind hart. Dies sind die Geschichten von Überlebenden. Mein Name ist Dassa Ben Ami und ich bin Responder. Ich arbeite schon seit ein paar Jahren mit den Respondern. Ich stamme ursprünglich aus Charleston. Es war also nicht schwer, Bobland, Küchenherd. Am schwierigsten war all die Arbeit. Appalachia aus Ruinen wieder aufzubauen, während sich mehr und mehr Überlebende um uns scharen. So viele sind gekommen und gegangen. Und mit ihnen ihre Geschichten. Ihre Namen sind längst vergessen. Ich dachte mir, wir sollten diese Geschichten irgendwie bewahren.
Ich habe also entschieden, Leute darum zu bitten, ihre Gedanken und Geschichten aufzunehmen. Oder was auch immer sie der Zukunft anvertrauen wollen. Ich nenne diese Serie die Geschichten von Überlebenden. Ich fange mal selbst an. Ich war Doktorand für Anthropologie an der Voltec-Universität. Mein letztes Studienjahr. Ich druckte gerade meine Doktorarbeit auf, als ich diese Reden hörte. Ich dachte, mein Vater, der bei Voltec arbeitete, könnte uns sicher alle mitnehmen, aber es wurden nur 2 Reservierungen gewährt. Ich weigerte mich mitzugehen. Also ging er mit meinem kleinen Bruder in den Mord. Sie konnten mich nicht umstimmen, so sehr sie es auch versuchten. Am Ende habe ich sie reingeschubst und das ist abgeschlossen. Danach kehrte ich nach Charleston zurück und überlebte. Nach einer Weile wurden die Responder gegründet und ich habe mich gleich gemeldet. Es war wirklich hart. Die Flut hat uns sehr mitgenommen. Zum Flughafen Morgantown und jetzt nach Flatwoods überzusiedeln war. Nun, jo, also ich muss sagen. Hey, schau, das ist der Dr. Heisenberg. Ich bin nun seit 2 Jahren oder so dabei. Wir haben Großes vor. Es gibt so viel, womit wir helfen können. Vielleicht können wir genug wieder aufbauen, um über die Runden zu kommen. Also für mich wird es jetzt Zeit. Und bis dahin nehme ich weiter leider, Geschichten von leider kann ich nicht morgen weiterspielen und so. Wir sind eure Geschichte. Erst wieder am 1. Das war Dasa Ben Ami. Da bin ich dann wieder dann fix dabei. Nur jetzt wird es Zeit fürs Bett. Also nochmal mein Fazit zum Spiel. Es begeistert mich wirklich und es hat echt Spaß gemacht. Und ich freue mich schon, wenn es wirklich die Vollversion kommt, wenn man dann endlich einfach spielen kann jederzeit, wenn man will und nicht, wenn es dann nur mehr fix, also wenn es dann angeboten wird. Danke, dass ihr alle hier wart und auch an dich, Shio. Du spielst das sicher noch ein bisschen weiter. Schreiben wir dann, was da noch passiert ist. Also morgen und das nächste Mal dann. Ja, 4 Stunden ab jetzt. Also ab 0 Uhr 4 Stunden. Aber wie gesagt, ich muss jetzt dann leider auf. Und danke, wie gesagt, an alle, dass ihr hier wart. Und ich wünsche euch allen eine wunderschöne gute Nacht. Und ich bin wirklich begeistert, wirklich positiv überrascht. Das hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt eigentlich so gut wird, ja. Eigentlich nicht. Gute Nacht. Tschüss. Okay, naja, okay. Warte mal, machen wir noch kurz was. Bevor ich da jetzt einfach so offline gehe. Ciao, ciao.